Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tollfuß und wir lernen heute Europa Universalis 4. Wie auch Crusader Kings 2 ist Europa Universalis 4 ein Grand Strategy Game und wurde vom Entwickler Paradox Development aus Stockholm in Schweden entwickelt. Ziel des Spielers ist es, sein gewähltes Reich gegenüber Rivalen und gegnerischen Ländern zu behaupten und zum Ruhm zu führen. Vom Jahr 1444 bis 1821 kann dabei intrigiert werden, können Bündnisse geschaffen und gebrochen werden, können Kriege und Friedensverhandlungen geführt werden und kann so manches nicht geplante Ereignis die bereits vorgesehenen Pläne umkrempeln und die Weltgeschichte neu schreiben. Da es wie in vielen anderen Paradox-Spielen keine feste Zielvorgabe gibt, kann sich der Spieler selbstständig eigene Aufgaben und Pläne zur Erfüllung machen. Die Auswahl ist dabei enorm und kann zum Beispiel daraus bestehen, die Weltherrschaft zu erreichen oder einen bestimmten Kontinent zu dominieren oder Kaiser vom Heiligen Römischen Reich zu werden oder sich an bestimmte Achievements heranzuwagen oder die neue Welt zu kolonisieren oder. Die Möglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt und auch nach mehreren tausend Stunden finden Spieler immer noch Aufgaben und Missionen zur Verwirklichung. Wenn du dir diese Videos anschaust, hast du eventuell bereits das Spiel mal gestartet und einen ersten Blick darauf geworfen. Aufgrund der Komplexität und Auswahlmöglichkeiten hast du anschließend dann deinen Glauben ans Spiel verloren, den Computer heruntergefahren, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und bist letztendlich ins Kloster eingetreten. Diese Videos schaust du daher heimlich auf dem PC deines Nachbarmönchs, weil du die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hast. Naja, ganz so schlimm wird es nicht gewesen sein, aber verständlicherweise können einen gerade als Anfänger die ganzen Optionen und Einstellungsmöglichkeiten gerne mal verwirren und dahingehend auch die Motivation nehmen. Aber keine Angst, heute wird dir geholfen. Diese Videos zeigen dir Schritt für Schritt anhand eines praktischen Beispiels, wie und was du in den ersten Jahren durchführen kannst und welche Möglichkeiten sich wo verstecken. Das Ziel dabei ist, dich so weit vorzubereiten, dass du selbstständig eigene Partien starten und spielen kannst. Wichtig ist natürlich hierbei, dass dieses Tutorial dir nicht alle Feinheiten beibringen kann. Wir werden die Oberfläche aufkratzen, sodass du nicht mehr planlos durchs Spiel rutscht, sondern dich festkrallst und auf eigenen Wunsch dann auch mal tiefer graben kannst. Wichtig ist, Folgendes im Hinterkopf zu behalten. Es gibt nicht den einen perfekten Weg durch das Spiel. Jeder Durchgang ist anders und verläuft unterschiedlich. Wenn du an deinem Rechner dieses Tutorial mitspielst, kann dein Spielstand, sobald einmal die Pausetaste gelöst wurde, komplett von dieser Videoreihe abweichen. Da wir uns mit Grundfunktionen des Spiels befassen, ist das hier nicht so dramatisch. Lass dich daher nicht verwirren, wenn bei dir plötzlich andere Bündnisse und Kriege auftauchen. Des Weiteren möchte ich vor dem Start nochmal kurz herausstellen, dass dies ein Guide für komplette Neuanfänger ist. Wir werden keine tiefergehenden Mechaniktricks oder optimierte Handelsrouten erklärt. Ziel ist es, dir auf den ersten Schritten in die wunderbare Welt der Grand Strategy Games die Hand zu reichen und den Weg freizuräumen. Wohin du letztendlich dann gehen willst, entscheidest du selbst. Wir spielen aktuell mit Version 1.28.3.0 und nur mit der Grundversion. Das heißt, für diesen Guide wurden alle DLCs deaktiviert, sodass man als Einsteiger, der nur die Basisversion besitzt, alles nachvollziehen kann. So, wenn du jetzt schon vor Vorfreude mit den Hufen scharst, dein Lieblingsgetränk neben dir steht und du bereit bist, in eine neue Welt abzutauchen, dann habe ich eine freudige Nachricht für dich. Jetzt geht's endlich los. Für den Start eines Durchgangs klicken wir auf den Button Einzelspieler und werden anschließend mit einer in unterschiedlichen Farben eingefärbten Weltkarte begrüßt. Jedes Land besitzt dabei ihre eigene Farbe, sodass diese besser unterschieden werden können. England besitzt zum Beispiel die Farbe Rot und erstreckt sich 1444 nicht nur über die uns bekannte Insel, sondern auch über den Norden und Westen des heutigen Frankreichs. Um uns auf der Karte umzusehen, reicht es, die mittlere Maustaste gedrückt zu halten und die Maus zu bewegen. Oder wir nutzen die klassischen Pfeiltasten der Tastatur. Links oben sehen wir die von Paradox vorgeschlagenen historischen Startdaten. Je nachdem, welches hier gewählt wird, ändert sich entsprechend die Ausgangslage der Welt und deren Reiche. Ein beschreibender Text der Epoche und wichtige Nationen in diesem Zeitalter befinden sich unten in der Mitte des Bildschirms. Wählen wir in der Liste mal den 23. Mai 1618 mit dem Titel 30-jähriger Krieg aus,
sehen wir, dass England mittlerweile aus Frankreich verschwunden ist. Aufgrund der politischen Stimmung in der westeuropäischen Welt empfiehlt uns das Spiel daraufhin Länder wie Böhmen, Österreich, Bayern, Pfalz und so weiter. Wichtig hierbei ist, dass dies wirklich nur Empfehlungen sind. Wir können natürlich jede andere aktuell verfügbare Nation spielen. Wir wechseln wieder zurück zu dem ursprünglichen Startdatum ganz oben, 11. November 1444, der Aufstieg des Osmanischen Reiches, und schauen uns weiter die Oberfläche an. In der oberen Mitte wird uns das aktuell gewählte Jahr sowie diverse Buttons für unterschiedliche Kartenmodi angezeigt. Diese Kartenmodi und noch viele mehr finden wir später auch im regulären Spiel wieder und können uns zum Beispiel bei der Entscheidung für Land helfen. Ganz links befindet sich der Terrain-Modus. Dieser wird von uns selten genutzt, da wir die Information, die er uns zeigt, auch aus anderen Bildschirmen herauslesen können. Er zeigt uns zum Beispiel an, wo sich Wälder, Gebirge oder Ebenen befinden. Rechts neben dem Terrain-Modus befindet sich der politische Kartenmodus. Dieser wird standardmäßig angezeigt und ist uns aufgrund seiner Farben bereits bekannt. Gleich daneben befindet sich der Handelsmodus. Hier sehen wir die unterschiedlichen Handelszonen bzw. Umschlagplätze der Welt, welche nicht unbedingt mit den Ländergrenzen übereinstimmen müssen. Als nächstes können wir uns über den Religionsmodus die aktuelle Verteilung der Glaubensrichtungen anschauen. Gerade zum Start des Spiels ist Westeuropa noch geeint, was sich allerdings über kurz oder lang durch die Reformation, also die Aufspaltung der Kirche in katholisch, lutherisch und reformiert, ändern und für zusätzliche Spannung sorgen wird. Ein Klick auf das Adlersymbol zeigt uns die derzeitigen Grenzen des Heiligen Römischen Reiches. Anhand der Farben lässt sich erkennen, welches Land aktuell den Kaiser stellt, hier rot, welche Länder wahlberechtigt für den Kaiser sind, hier braun, und welche Länder einfach nur Teil des Reiches sind, hier grün. Da man allerdings dadurch auch auf die internen Intrigen und Scharmützel achten muss, empfehle ich so ein Land nicht für komplette Anfänger. Die weiße Taube zeigt uns die diplomatischen Beziehungen der einzelnen Länder untereinander. Diese sind gerade beim Startdatum 1444 noch nicht sehr ausgeprägt, allerdings sieht man am Beispiel Frankreichs, dass diese gleich von Beginn weg mit der Provence einen Bündnispartner besitzen und Schottland die Unabhängigkeit garantieren. Der vorletzte Kartenmodus in dieser Übersicht zeigt uns die derzeitige Entwicklung einer Provinz an. Je grüner, umso höher und umso mehr Steuern, Produktion und Rekruten liefert diese. Wichtig ist hier das Konzept einer Provinz zu begreifen. Jedes Reich oder Land besteht aus mindestens einer Provinz. Diese Provinz repräsentieren einfach gesagt unterschiedliche Gegenden auf der Weltkarte. Zu welchem Land diese Gegend gehört, entscheidet zuallererst das Startdatum und anschließend der Krieg oder die Diplomatie. Mehr dazu später im Spiel. Der letzte Modus zeigt uns die unterschiedlichen Regionen der Weltkarte. Im Hinblick auf Ereignisse und Geschichten besitzen diese großen Einfluss auf das Spiel. Wir wechseln wieder zurück zum politischen Kartenmodus und stehen jetzt vor der Entscheidung, mit welchem Land wir spielen wollen. Anders als in Crusader Kings 2, wo wir eine Dynastie zum Aufstieg führen, spielen wir in Europa Universalis 4 direkt als Nation oder Land. Anfänger sollten ein nicht zu kleines Land wählen, um feindliche Übernahmen durch Nachbarn gerade zu Beginn zu verhindern. Länder wie Kastilien, das heutige Spanien, Frankreich, England oder das starke Osmanische Reich sind hierfür eine gute Wahl. In unserem Tutorial-Durchgang entscheiden wir uns für Kastilien. Kastilien ist ein anfängerfreundliches Land und bietet uns durch Granada im Süden gleich zu Beginn auch einen potenziellen Kriegsgegner, der unserer derzeitigen Armee nichts entgegenzusetzen hat. Wir klicken also auf das Land Kastilien und erhalten rechts oben die zugehörige Kurzzusammenfassung des Reiches. Wir sehen das derzeitige rot-weiße Wappen, wir sehen, dass wir katholisch sind, unsere Regierungsform ist ein Königreich und wir verfügen über die westliche Technologiegruppe, welche den initialen Startwert unserer Technologie, in diesem Fall 3, festlegt und bestimmte Einheitentypen der Armee repräsentiert. Gleich darunter finden wir neben unserem derzeitigen Regenten König Juan II. De Trastamara mit seinen eigenen individuellen Machtpunkten
und unseren globalen Technologiewerten, die spezifischen kastilischen Ideen, die derzeitige Landgröße, die aktuelle Entwicklung und die Gesamtstufe aller unserer Festungen im Land. Wir machen uns hier keine Sorgen, wenn die ganzen Begriffe aktuell noch wie Quantenphysik im Abschlusssemester wirken. Sobald wir im Spiel sind, werden wir uns diese genauer und detaillierter anschauen. Zum Schluss folgt noch die Diplomatieanzeige, welche uns alle derzeitigen Beziehungen, Friedensverträge, Untergebene usw. so anzeigt. Für Kastilien ist derzeit nur eine Waffenruhe mit Granada eingetragen. Wir besitzen derzeit keine anderen Beziehungen und können somit beim Spielstart völlig frei entscheiden. Wir klicken auf den Button Start und erhalten zur Auswahl die Startoption Normaler Modus oder Iron Man Modus. Im normalen Modus kann der Durchgang beliebig gespeichert und geladen werden. Der Iron Man Modus hingegen lässt uns Achievements erreichen. Allerdings mit der Einschränkung, dass automatisch gespeichert wird und es nur einen offiziellen Spielstand gibt. Bei Fehlern lässt sich daher nicht auf einen älteren Spielstand zurückgreifen. Für dieses Tutorial belassen wir die Auswahl beim normalen Modus und klicken auf Start. Gut, der erste Schritt ist damit getan. Auch wenn wir heute noch nicht ins Spiel selbst abgetaucht sind, haben wir uns einen Überblick über die Länderauswahl verschafft und uns für ein wunderbares, anfängerfreundliches Land entschieden. Nun gilt es, dieses Reich in den nächsten Videos zu Glanz und Glorie aufsteigen zu lassen und nebenbei natürlich zu lernen, wie man Europa Universalis 4 spielt.